Hey Leute, das wird das erste Question-Answer-Video zu meiner Q&A-Serie zum Thema Klarträumen sein. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, dann schreibt es mir noch in die Kommentare und runter im Verlauf der Sendung. Schreibt einfach, jo, bist toll oder nee, hör auf damit, das solltest du lieber nicht machen. Aber ich glaube schon, dass es euch hilft, zum Thema Klarträumen ein bisschen weiterzukommen. Und deswegen habe ich mir auch 15 Fragen rausgesucht. Hier sind alle Fragen. Die werde ich auch unten in die Kommentarbox unten in die Videobeschreibung schreiben, damit ihr seht, welche Fragen in diesem Video beantwortet werden und damit ihr dann nicht die Fragen nochmal stellen müsst, wenn die nächsten Folgen kommen. Es wird so ablaufen, dass ich immer ein Video mache, wo ich die Fragen beantworte und unter das könnt ihr dann die nächsten Fragen für das nächste Video machen. Jeden Samstag kommt eine Folge raus und das ist jetzt die erste. Ich freue mich schon drauf und ich bin gespannt, wie es wird. Ja, dann können wir gleich mit der ersten Frage anfangen. Das ist eine Frage an mich. Und zwar ist die erste Frage, seit wann machst du das mit dem Klarträumen? Ich mache das ungefähr seit einem Jahr. Und zwar bin ich dadurch auf dieses Thema Klarträumen gekommen durch den Film Inception, weil der mich so, also ich fand den so faszinierend, ob das wirklich geht, in andere Träume reinzugehen und oder selber diese Welt einfach so realistisch zu haben, wie sie in dem Film dargestellt wurde. Und dann habe ich ein bisschen über das Klarträumen nachgeguckt im Internet, bin auf viele YouTube-Videos gestoßen und auch auf viele englische Videos und da habe ich mir gedacht, jo, es müsste ja auch was auf Deutsch geben, deswegen mache ich ja die Serie jetzt hier auch und deswegen mache ich auch dieses Klarträumen-Videos, mache ich hier auf meinem Kanal auch. Und ja, damals war es so, ich wusste nicht, wie ich da einsteigen soll und habe danach geforscht, wie das geht und bin dann auf diese Reality-Checks gestoßen, mit der Hand auch. Oder mit dem Nase zu halten und dass man dann einfach weiter atmet und so. Und da habe ich erstmal gedacht, so, okay, ob das so geht, weiß ich nicht, aber ich teste es einfach mal aus. Und ich war so gehypt von dem Ganzen. Ich habe mir dann einen Tag später noch abends Videos im Bett angeguckt über mein Handy. Klarträumen pur hatte ich die ganzen 2 Tage dann. Und an diesem Tag, also den Tag danach, hat es dann auch geklappt. Ich hatte dann wirklich meinen ersten Klartraum. Und das ist auch die nächste Frage. Wie lange hat es gedauert, bis du den ersten Klartraum hattest? Das war wirklich am nächsten Tag. Ich habe von dem Thema erfahren, habe dann eine Nacht drüber geschlafen, da war nichts. Da habe ich mir dann gedacht, okay, schreibe ich mir morgens mal meine Träume auf. Und ich kann mich sehr gut an meine Träume erinnern. Das heißt, ich konnte das schon von vornherein. Und habe dann diese Träume aufgeschrieben und am nächsten Abend dann sehr viele Klartraumvideos geguckt. Und es hat dann einfach geklappt. Ich bin dann aufgewacht und hatte halt meinen ersten Klartraum. Das war der mit der Schule, wo ich in der Klasse saß und gemerkt habe, oh, das kann gar nicht sein, das ist gar nicht meine Lehrerin. Und ja, das war mein erster Klartraum und der war nach einem Tag wirklich. Das ist sehr viel Glück, dass das so schnell passiert ist, weil normalerweise dauert das Wochen, vielleicht Monate, manche haben das auch seit Jahren noch nicht gehabt. Aber wenn ihr genug euch hypt, genauso wie ich, dann könnt ihr das auch nach, keine Ahnung, nach ein paar Tagen machen und dann seid ihr auch schon im Klartraum drin. Die zweite Frage ist, das war ja sozusagen die dritte, aber ich habe es als zweite Frage gemacht, wie oft hast du einen Klartraum? Ich träume klar ungefähr 3-mal die Woche. Das ist so eine Zahl, die ist ungefähr, weil es kommt darauf an, wie intensiv ich mich oft darauf vorbereite oder wie intensiv ich das in dem Alltag lebe. Das heißt, wenn ich mal einen Tag lang nicht so Lust habe, Reality-Checks zu machen oder ein bisschen hinterherhinke, sage ich mal so, habt ihr bestimmt auch schon das Gefühl, dass ihr aufwacht und sagt, ah, jetzt nicht die ganzen Träume aufschreiben. Das, ah, man soll sich dazu durchringen, man muss es machen, man muss das voranbringen, aber manchmal gibt es Tage, da will man das einfach nicht und hat irgendwie viele Sachen anderes zu tun und muss irgendwie sich auf Arbeiten vorbereiten oder keine Ahnung, ist irgendwas im Leben passiert, was einen rausgeholt hat aus dem Alltag und dann ist irgendwie alles Chaos und man kommt nicht mehr zum Klartraum-Reality-Check überprüfen. Und deswegen ist es unregelmäßig. Also man kann nicht sagen, jetzt träume ich klar und dann passiert es auch, sondern es liegt halt an den Umständen. Und ich sage so ungefähr 3-mal pro Woche habe ich einen Klartraum. Und den Rest, da erinnere ich mich an die 3 Träume pro Nacht und ja, das ist halt mit dem Aufschreiben sehr viel verbunden und 3-mal pro Woche, sage ich, ist mein Durchschnitt, sage ich mal so, zu dem ich klarträume, 3-mal pro Woche. Die dritte Frage, was war eines deiner coolsten Erlebnisse in deinem Klartraum oder was war das coolste Erlebnis in deinem Klartraum oder in einem deiner Klarträume? Und da muss ich ehrlich sagen, es war das beste Gefühl, ist erstmal der erste Klartraum, fliegen. Das ist das beste Gefühl, was man haben kann. Und für den Moment war es wirklich das beste Gefühl, was ich je hatte, im Klartraum zu fliegen. Aber dann, wenn man so ein bisschen mehr reinkommt, wenn man dann ein bisschen mehr öfter in Klarträumen ist, dann versucht man die Grenzen rauszufinden, was geht nicht. Eigentlich geht alles, wenn man sich es vorstellen kann, aber ich habe dann versucht, in andere Welten zu reisen und bin dann in diese Avatar-Welt reingekommen.
weil ich mir das unbedingt mal, wollte ich unbedingt mal in diese wunderschöne Waldblumen und diese Pflanzen, die es da gibt, wollte ich unbedingt mal rein. Und dann bin ich in diese Welt reingekommen und es war einfach atemberaubend, weil mein ganzer Kopf hat sich das so wunderschön vorgestellt, dass es dann auch wunderschön wurde. Und es war einfach ein Erlebnis, das war bis jetzt das beste Erlebnis, was ich je im Klartraum hatte. Die vierte Frage ist, wie lange hast du das Gefühl, dauern deine Träume und empfindest du es richtig wie die Realität? Wie lange dauern die Klarträume? Ich habe schon mal in einem anderen Video gesagt, dass es eigentlich fast unmöglich ist, die Zeit zu bestimmen, weil die Zeit, man kann das nur so an den Dingen, die man getan hat, irgendwie ein bisschen reproduzieren, wie lange der Klartraum jetzt gewesen ist, weil es gibt keine Zeitangaben. Wenn man auf eine Uhr guckt und wegguckt und wieder hinguckt, dann ist die Zahl komplett anders. Dann war es 3 Uhr und jetzt ist es 6 Uhr oder sowas. Also Zeit kann man nicht irgendwie berechnen in einem Klartraum. Und wie ich das Gefühl habe, wie lange die dauern, ich würde sagen, das ist unterschiedlich. In manchen Klarträumen ist es so, da kann man Dinge machen, man erschafft Welten, man geht dahin, macht das und das und dann ist es voll viel. Und dann gibt es Klarträume, da macht man nur kurze Zeit was. Also es kann von Minuten zu vielleicht einer Stunde so in der realen Zeit, sag ich mal so gerechnet, so sein. Aber ihr müsst es selber erleben, man kann die Zeit nicht fest bestimmen, das geht einfach nicht. Und der zweite Teil der Frage war ja, und empfindest du es richtig wie die Realität? Es ist viel, viel klarer als die Realität. Das heißt, es gibt ein gutes Beispiel, wenn man sich jetzt vor einen Baum stellt im Klartraum, müsst ihr unbedingt mal machen, stellt euch vor einen Baum, der in der Ferne ist und ihr seht die Blätter einzeln. In der Realität würdest du sagen, okay, das ist ein Baum mit ein paar Blättern dran. Aber im Klartraum siehst du alles. Man sieht jedes kleinste Ader auf jedem Blatt. Das heißt, man sieht den kompletten Blättermasse von dem Baum, sieht man jedes einzelne Blatt genau. Das heißt, die Schärfe des Sehens ist viel stärker und es ist alles, die Sinne sind viel geschärfter als in der Realität. Das heißt, man empfindet das als ein bisschen mehr als die Realität, würde ich sagen. Also, ja, es fühlt sich real an, klar, man fühlt Gefühle, man hat Gefühle, man fühlt Schmerz, man fühlt Wind auf seiner Haut, es ist nass, man fühlt, dass es nass ist und sowas alles, aber es ist noch ein Tuck mehr. Also die Frage ist, ist es wie echte Realität? Es ist ein bisschen mehr. Die fünfte Frage hat mich überrascht, weil ich darüber noch gar nicht nachgedacht habe. Das ist die Frage, hast du schon mal Radio gehört im Klartraum? Radio hören. Also auf die Idee kommt man gar nicht, weil das sowas Alltägliches ist. Also ich bin auf jeden Fall nicht drauf gekommen, weil ich mir gedacht habe, warum habe ich gar nicht dran gedacht bis jetzt. Ist auf jeden Fall ein cooles Experiment, was man machen könnte. Ein Radio einfach anstellen und gucken, was für Musik rauskommt. Vielleicht ist es ja seine Lieblingsmusik, deine Lieblingsmusik oder die innere Musik, die in dir spielt und keine Ahnung was. Irgendwas Tiefgründiges. Vielleicht ist es auch einfach nur ein normales Radio, was du ständig hörst. Aber das werde ich auf jeden Fall mal austesten und danke für die Idee auf jeden Fall, aber ich habe es noch nicht gemacht. Die sechste Frage ist ein bisschen länger und da werde ich auf jeden Fall vorlesen. Was ich mich frage ist, wie man durch die Reality-Checks in einen Klartraum kommen kann. Wenn ich merke, dass ich träume, mache ich das mit der Hand zum Beispiel nicht. Ich träume einfach davon, bis irgendwann der Traum aufhört. Kann es sein, dass es erst später kommt? Ja, also es dauert ein bisschen, bis der Kopf sich das sozusagen eingespeichert hat, die Reality-Checks zu machen, weil man muss das erstmal ins Unterbewusstsein reinbringen. Das heißt, man macht das alltäglich und irgendwann kommt das dann in den Klartraum und wenn man merkt, oh, ich träume, dann kommt das automatisch, dass man auf die Hand guckt oder dass man sich die Nase zuhält oder sowas. Und wie du gesagt hast, es kommt erst später, ja, aber verzweifle nicht daran, wenn das jetzt schon noch nicht passiert, weil es kommt erst später wirklich. Und mach einfach immer weiter deine Reality-Checks oder macht immer weiter eure Reality-Checks in der Realität. Und dann wird das übertragen auf den Traum und dann werdet ihr auch aufwachen. Oder nicht aufwachen, sondern werdet ihr auch klar werden. Und ja, das wird dann auf jeden Fall kommen. Die siebte Frage ist, sind Klarträume realitätsnäher als normale Träume? Und sind die Gefühle und die Bilder, die du siehst und empfindest, genauer als bei normalen Träumen? Auf jeden Fall. Also Trübträume nennt man ja normale Träume normalerweise. Normale Träume normalerweise. Auf jeden Fall ist es dieses Trübe, was wirklich davor herrscht. Das heißt, du denkst zwar, du bist drin und fühlst Gefühle, aber du kannst dich nur auf eine spezielle Sache spezialisieren. Das ist nicht so, dass du alles um dich herum fühlst, sondern meistens ist es so, in einem Trübtraum hast du nur bestimmte Gefühle. Irgendwie du kannst zwar den Wind auf deiner Haut spüren, aber das andere um dich herum interessiert dich gar nicht. Das merkst du nicht, weil du noch unbewusst in diesem Traum bist. Und das heißt, im Trübtraum sind die Gefühle viel, 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 viel schwächer als im Klartraum. Wie ich es eben gesagt habe, die Realität in einem Klartraum ist
noch eine Stufe höher als die, die wir jetzt hier haben. Das heißt, in einem Trübtraum ist es viele Stufen drunter und wenn man im Klartraum kommt, dann merkt man das auch, dass die Gefühle und Empfindungen viel höher sind und viel klarer sind als jetzt in einem Trübtraum, den man normalerweise hat. Man wacht ja auf und kann sich an irgendwelche Sachen erinnern, aber zwar auch an Gefühle, aber es ist nicht so wie im Klartraum, auf keinen Fall. Ich habe jetzt die Frage, die jetzt kommt, als 7.1 gemacht, weil das noch ein bisschen damit zusammenhängt. Ohne den Reality-Check kannst du dann nicht zwischen Realität und Traum unterscheiden. Es ist so, die Frage verstehe ich so, ob man zum Beispiel, wenn man im Traum ist, ob man dann denkt, dass das die Realität ist und einfach das als Realität annimmt. Wenn ich es falsch interpretiert habe, dann schreib bitte unter das Video nochmal drunter, was du genau meinst, der die Frage geschrieben hat. Ich werde dir ja keine Namen nennen. Aber es ist so im Traum, dass es sich anfühlt wie Realität und dein Kopf muss erstmal realisieren, das ist gar keine Realität, das ist ein Klartraum. Und diesen Schritt, den übt man ja mit Reality-Checks und allem drum dran. Und es ist so, dass wenn man die Realität sozusagen hier jetzt auch hinterfragt, dann wird das ja in den Traum übernommen. Und das ist das Ziel, das heißt, ohne Reality-Checks kann man eigentlich nicht in einen Klartraum übergehen. Also ich habe selber noch nicht, wüsste nicht, wie es anders ging. Es kann sein, dass ich jetzt falsche Sachen sage, dann berichtigt mich bitte, wenn ihr mehr Ahnung habt als ich hier. Schreibt das drunter, wie man es auch sonst machen könnte. Und man kann halt zwar durch ein Wild in Klartraum direkt einsteigen, aber ansonsten muss der Kopf ja irgendwie realisieren, dass das hier nicht die Realität ist, sondern dass das ein Traum ist. Und deswegen müsste man Reality-Checks machen. So sehe ich das. Die achte Frage ist eine richtig gute Frage und zwar, kann man nur träumen, dass man einen Klartraum hatte oder kann man merken, dass man träumt und es wieder vergessen? Also, kann man träumen, dass man einen Klartraum hatte? Ja, auf jeden Fall. Das ist sozusagen, dass der Kopf einen vorgaukelt, oh, ich bin jetzt klar, aber man ist noch in einem normalen Trübtraum drin. Das heißt, der Kopf spielt einem vor, dass man klarträumt. Das kann sein. Es ist schwer zu erkennen, ob man jetzt richtig klarträumt oder nicht. Aber wenn man aufwacht und nochmal das alles ein bisschen durchgeht, wenn man das nochmal komplett durchgeht, was man gerade erlebt hat, dann kann man feststellen, ob das jetzt ein echter Klartraum war oder nicht war. Und wenn man auch in einem Klartraum schon mal gewesen ist, dann kann man das auch unterscheiden. Aber es gibt das, dass der Kopf einem vorgaukelt, dass man klarträumt und ja, das ist doof, weil man will ja eigentlich normal klarträumen, aber wenn der Kopf das vorgaukelt, dann ja, hat man Pech gehabt und kann vielleicht daraus noch versuchen, irgendwie in den Klartraum zu kommen, aber das ist am schwersten, aus einem vorgegaukelten Klartraum in einen normalen Klartraum zu kommen. Sehr schwer, aber es kann passieren. Die zweite Frage war ja, was war das? Oder kann man merken, dass man träumt und es wieder vergessen? Es gibt, dass man sich an einen Klartraum dann nicht mehr erinnert. Das kann wirklich sein. Deswegen macht man diese Tagebucheinträge, dass man sich an so viele Träume wie möglich erinnert. Es kann sein, dass man in der Nacht klarträumt und am Morgen sofort vom Stress, vom Alltag wieder rausgeholt wird, dass man sich da nicht mehr dran erinnert. Und das wäre natürlich doof. Und deswegen schreibt man diese Tagebücher, wo man seine Träume aufschreibt, damit man sich erinnern kann. Nämlich, was bringt einem einen Klartraum, wenn man sich nicht dran erinnern kann und diesen schönen Moment mal im Kopf hat? Deswegen schreibt eure Träume auf jeden Fall, sonst kann es passieren, dass ihr aus dem Klartraum aufwacht und euch gar nicht mehr dran erinnert, wenn ihr von dem Stress vom Alltag wieder eingeholt werdet. Ja, das kann wirklich passieren. Die neunte Frage. Kann ich träumen, dass eine Person wieder da ist, wie sie vor ein paar Jahren mal war? Oder kann ich von toten Verwandten träumen? Das geht. Also man kann, also ich habe es auch schon mal gemacht, man kann von Personen, die lange weg sind oder irgendwo in ein anderes Land verreist sind, habe ich zum Beispiel gemacht, dass man sich wieder herwünscht sozusagen und mit denen reden kann. Das geht, aber man muss dran denken, das sind nicht die echten Personen. Versucht nicht in diesen Klartraum zu flüchten, um den Schmerz irgendwie da im Klartraum dann, sage ich mal so, weiterzuleben. Sonst wird das zu einer Sucht, sage ich mal so, um da reinzukommen und wieder mit dieser Person zu reden. Ihr könnt es zwar machen, aber versucht dann damit abzuschließen, mit dieser Trauer. Versucht mit dem zu reden und noch ein paar letzte Fragen zu klären und dann schließt das ab, damit ihr das nicht, diesen Klartraum nicht dafür benutzt, um dann, wenn ihr dann nicht in den Klartraum kommt, dass ihr dann sauer seid oder dass ihr dann wirklich, dass ihr euch dann irgendwelche Dinge tut, weil ihr nicht in diesen Klartraum kommt. Man kann mit verloren oder mit irgendwo hinverreisten Personen, gestorbenen Personen, denke ich auch, habe ich zwar noch nicht getestet, aber es wird gehen,
weil das alles ja im Kopf gespeichert ist, diese Erinnerung. Das geht, dass man mit diesen redet und mit diesen Personen sozusagen zusammen ist, aber es ist alles nur die Erinnerung, die du im Kopf hast. Du kannst ihn dir vorstellen, wie du willst, du kannst ihn auch verändern vom Charakter her, aber es sind nur Personen, die in deinem Kopf, das ist nur dein Kopf, ja, das ist nicht die Realität, die du da wieder hervorholst, sag ich mal so, sondern wie dein Kopf sich diese Person vorstellt, steht sie dann vor dir und du kannst zwar mit ihr reden, aber die Antworten sind auch wirklich nur aus deinem Bewusstsein. Das heißt, du kannst nicht, also du gaukelst dir sozusagen vor, dass das ein echtes Gespräch ist, aber du redest sozusagen mit dir selber und dein Kopf weiß schon, was der andere antwortet. Das heißt, es geht, aber versucht dann eher mit dieser Trauer abzuschließen, wenn ihr noch Trauer empfindet oder ihr könnt es versuchen, testet es einfach mal, je nachdem, was ihr möchtet, aber übertreibt es nicht, dass das Klartraum dann zur Sucht wird. Das ist das Gefährliche dabei, Klarträumen dran, dass man sich dann immer wieder in diese andere Welt flüchtet. Macht das nicht, das Leben hier hat auch sowas von viel schöne Sachen und nehmt das Leben hier als den Hauptteil eures echten Lebens an, aber den Hauptteil eures Daseins an, ja? Also nicht den Klartraum als Hauptrealität sehen. Macht das nicht, sonst werdet ihr verrückt oder keine Ahnung was. Also sonst ist es nicht schön. Macht das einfach nicht. Aber man kann Personen, die man verloren hat, kann man wieder im Klartraum wieder erleben, sag ich mal so. Und was war noch ein Teil der Frage, dass sie wieder ist wie vor Jahren. Zum Beispiel, ich glaube, es ging um einen Bruder oder so, der einen schweren Unfall hatte bei dieser Frage. Aber man kann ihn natürlich vorstellen, dass er wieder läuft oder keine Ahnung, dass er wieder so ist wie früher, weil man kann diese Person so machen, wie man sie möchte. Man kann ihnen die Haarfarbe verändern oder die Haare länger machen oder sowas halt alles und den Charakter auch komplett ändern. Das heißt, das wird auch funktionieren, dass die Person so ist wie vor ein paar Jahren. Stell es dir einfach vor und dann klappt das auch. Ja, die 10. Frage hat ein bisschen auch mit dem was zu tun. Und zwar, kann ich mir eine Person zu mir träumen? Also ein Star oder so und dann auch von richtigen Gefühlen träumen. Es ist so, du kannst dir jeden Star, den du willst, kannst du zu dir holen. Auch der sieht dann so echt aus, wie er ist, habe ich das auch schon gemacht. Irgendwie ein Vorbild oder so oder einfach einen Star nehmen und zu euch holen, das geht. Und man kann mit dem richtig unterhalten, genauso wie mit Personen, wie normalen Personen. Oder man kann auch andere Dinge tun. Man kann, ja, Gefühle kann man auch entwickeln und das geht auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache im Klartraum. Man sollte es nur nicht übertreiben, wie genau wie eben mit irgendwelchen toten Verwandten oder Leuten, die verreist sind. Zum Spaß haben, ja, aber macht das nicht so, dass ihr dann denkt, das wäre eine richtige Beziehung, die ihr dann zu diesem Star dann führt. Sondern macht es einfach als Spaß und testet auch die anderen Sachen, die ihr in einem Klartraum auch machen könnt. Die 11. Frage ist eine sehr interessante Frage und zwar, kann ich meinem Bewusstsein, kann ich dem Zukunftsfragen stellen? Und zwar ist es so, dass du, wenn du mit deinem Ich redest, ja mit dir selbst redest. Das habe ich ja auch schon gemacht. Man kann ihn nach den Ängsten fragen, man kann ihn nach allen Dingen fragen, woran du am meisten Spaß hast und so alles. Das geht. Die Zukunft, klar kann man das fragen, aber ob das dann die Wahrheit ist, was der Typ dann sagt oder was du dir dann selbst sagst. Ich zweifle daran, ich glaube nicht, aber es kann natürlich sein, dass es was Höheres gibt, was uns durch unser Selbst irgendwie die Zukunft voraussagt. Kann natürlich sein, aber ich glaube da nicht dran. Und du kannst es ja mal versuchen, oder ihr könnt es mir ja mal versuchen, mit eurem Zukunfts-Ich über die Zukunft zu reden und mal sehen, was da rauskommt. Ist auf jeden Fall interessant. Ich habe es noch nicht gemacht, werde es auf jeden Fall mal versuchen. Schreibt einfach mal, wenn ihr es gemacht habt, in die Kommentare, wie es gelaufen ist und ja, das würde ich auf jeden Fall mal machen. Die 12. Frage ist etwas länger, deswegen lese ich auch wieder vor. Wenn ich träume, merke ich es nicht und am Morgen kann ich mich an den Traum erinnern, aber ich nerve mich dann, weil es nur ein normaler Traum war. Hast du mit mir irgendeinen Tipp zu geben, wie ich es merke, dass ich träume? Ja, dass man aufwacht und dann so, oh, jetzt habe ich zwar geträumt, aber ich habe keinen Klartraum gehabt. Das ist so Standardsituation. Und darauf arbeitet ihr ja hin. Oder darauf arbeiten wir alle hin, dass wir das immer besser können. Dass wir immer mehr Reality-Checks in unseren Klartraum einbauen. Und deswegen machen wir Reality-Checks. Das heißt, der Tipp an dich ist, mach Reality-Checks, guck auf deine Hand und check, ob die irgendwie komisch ist oder atme durch die Nase, während du die Nase zuhältst. Sowas. Mach Reality-Checks und dann kommst du auch in den Klartraum rein. Die 13. Frage ist, kann man Klarträume auch fürs Mathe- oder Englischlernen benutzen? Ja, da der Klartraum ja alles ist, was du weißt, sag ich mal so, das ist alles, was in deinem Kopf ist, kannst du keine Vokabeln lernen, die du nicht weißt, weil
es kann sein, dass die irgendwie in deinem Unterbewusstsein vergraben sind und dann irgendwie ausgebuddelt werden, aber das kann zwar passieren, das heißt, du kannst ein paar Vokabeln zwar dann lernen in Anführungsstrichen, erfahren, würde ich es eher nennen, aber so richtige Formeln und so, wenn du die nicht im echten Leben drauf hast, dann kannst du die nicht im Klartraum lernen. Du kannst zwar Skifahren oder sowas alles lernen, das heißt, du lernst Technik ein bisschen und weißt, wie du auf den Brettern stehen bleibst und so, das kannst du machen, weil die Physik existiert sozusagen, du kannst auf Schnee fahren, aber so theoretische Sachen, wie zum Beispiel Mathematik, Formeln oder englische Vokabeln, das ist schwer, das zu lernen, das geht einfach nicht. Das glaube ich nicht, dass es funktioniert. Könnt ihr mal versuchen, aber ich glaube nicht, dass es geht. Die 14. Frage ist, wenn man einmal im Traum eine Welt erstellt hat oder etwas erstellt hat und verändert hat, die Welt zum Beispiel, wird das dann gespeichert? Nein, es wird nicht gespeichert. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen ist, aber das Speichern von Sachen ist so ein Ding. Nämlich immer, wenn du in den Klartraum kommst, sind die Eindrücke so Hammer. Das heißt, du bist erstmal ein bisschen verwirrt, du bist erstmal ein bisschen geflasht, dass du im Klartraum bist. Das ist bis jetzt immer auch bei mir noch so. Das heißt, man ist immer noch ein bisschen so, wow, jetzt bin ich endlich im Klartraum. Aber die Welt, die man verändert hat, zum Beispiel im letzten Klartraum, man hat eine Stadt erschaffen und so. Da hat man zwar in dem Klartraum das alles noch im Kopf, aber jetzt, wenn man in der neuen Welt ist sozusagen, man startet immer wieder in eine neue Situation rein, in jedem Klartraum, da muss man sich diese Welt erstmal wieder ins Gedächtnis rufen. Da kann es sein, dass das Gebäude dann komplett anders aussieht, weil man nicht mehr weiß, wie man es da gedacht hat. Das heißt, man muss sich immer wieder dran erinnern und immer wieder erstmal alles aufbauen und dann kann man weitermachen. Es geht, dass man sich was vorgestellt hat im anderen Traum, zum Beispiel, ich habe mir vorgestellt, dass ich so ein Anführer von so einem Stamm wäre, die in so einem Wald leben und die haben so Baumhäuser und die Brücken sind zwischen den Bäumen und verbinden alles. Und da habe ich mir einen kompletten Wald vorgestellt, wie das so ist und wie die Leute da leben und alles. Und dann bin ich aufgewacht und im nächsten Klartraum habe ich mir das alles wieder ins Gedächtnis gerufen. Das heißt, ich wusste schon sofort, wie es aussehen sollte und habe das dann zack, 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 zack gebaut. Das heißt, es dauert nicht mehr so lange wie von vorher, wie es vorher gedauert hat. Man kann sozusagen halb speichern, würde ich sagen. Man erinnert sich daran und kann dann diese Welt nehmen und schneller wieder aufbauen, weil man halt weiß, was man getan hat und weil man weiß, wie sie aussehen soll. Und es ist nicht so, dass man von vornherein erstmal überlegen muss, wie baue ich jetzt diese Baumhäuser, weil man das alles schon gemacht hat. Das heißt, speichern geht ein bisschen, aber es ist nicht so, dass man sagen kann, so, zack, jetzt ist alles wieder da, sondern dann sähe es ein bisschen anders aus, weil dein Kopf ja nicht alles, sag ich mal so, speichern kann, was du gemacht hast. Das geht einfach nicht. Wenn ja, müsst ihr mich berichtigen, dann versuche ich das auch zu üben. Ich bin ja auch nicht der Eva-Pro, den es hier im Klarträumen gibt, aber ich habe es noch nicht so gemacht, dass ich komplette Welten einfach so speichern konnte und dann wieder abrufen konnte. Es war einfach nur so, dass ich in Erinnerung hatte, wie es aussah und dann das einfach wieder in, keine Ahnung, ganz kurzer Zeit wieder gebaut habe. Kommen wir jetzt zur letzten Frage, und zwar, wäre es denn auch möglich, in eine Comicwelt zu kommen? Müsste ja eigentlich gehen. Auf jeden Fall. Also Minecraft geht, Comicwelt geht, alles geht, was du dir vorstellen kannst. Du kannst zum Beispiel auch, ja, Comicwelt geht einfach. Du kannst 2D dich selber machen, das geht auch. Das habe ich auch schon mal gemacht. Und jede Welt geht, alles, was du dir vorstellen kannst. Avatar, die Welt, reist mal dahin, das ist einfach, oder stellt es euch vor und es ist einfach wunderschön, da diese Blumen und die Pflanzen, ist einfach der Hammer. Und es geht einfach, dass du in jede Welt reist und Spaß hast. Das ist ja das Ziel von Klartraum, dass man eigentlich so viel Freude wie möglich empfindet in dem Klartraum. Das war's mit dem ersten Q&A zum Thema Klarträumen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir noch einen Daumen hoch und schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Jetzt liegt's an euch, schreibt die Fragen einfach unten in die Kommentarbox rein und die werden dann in der nächsten Q&A-Folge beantwortet und ich hoffe, ich konnte in dieser Folge auch viele Fragen klären. Und ja, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, die ganzen Fragen von euch rauszusuchen und dann darauf Antworten zu geben. Und ich hoffe, es gefällt euch auch. Dann sehen wir uns ja in der nächsten Woche wieder. Jeden Samstag wird das jetzt kommen. Und ja, das war's von mir. Bis demnächst.